So, die 8. Etappe der Tour de France steht an und ich begrüße euch zurück nach der etwas enttäuschenden 7. Etappe, wo ich das mal wieder mit dem Kräfteeinteilen nicht perfekt hinbekommen habe. Geht's dann jetzt richtig in die Berge rein, also die Tour de France geht richtig los. Vorne der Gruppe mit Dr. Hibbert von den Simpsons, also Jonathan, Iver, Kaimjan, Valgren ist mit dabei, Marcinski und Eiking. Nicht Yuking, sondern Eiking natürlich, kennt man. Auch die Leute, die hier in der Nähe von München wohnen, kennen auch Iking. Also schönes Städtchen. Ich glaube, Manuel Neuer wohnt da auch in der Nähe irgendwo. Schönes Villendorf, kann man mal so sagen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen abgeschweift. Vorne sehen wir die Kilometermarke. Dann ballern wir mal los mit Wout van Aert. Caleb Ewan bei uns am Hinterrad. Komm, das schaffen wir jetzt, Junge. Den schaffen wir. Den schaffen wir. Das ist doch nicht zu fassen. Warum schaffen wir den nicht? Ach, Mann. Naja, immerhin haben wir Caleb Ewan geschafft, oder? Ach, komm. Gibt's doch nicht. Also, der Australier hat uns dann doch noch auf den letzten Zentimetern überholt. Jetzt geht's rein in den Berg der 2. Kategorie da vorne. Ausreißergruppe noch rund 2 Minuten weg. Das wird sicherlich nicht reichen für den Etappensieg. Und dann geht es in 2 Berge der 1. Kategorie. Gibt wieder Zeitbonifikationen am letzten Berg der 1. Kategorie. Also vielleicht ein ganz interessanter Kampf auch darum. Roglic heute mit einer guten Tagesform. Von daher kann das eigentlich heute nur gut für uns werden. Wir wechseln nochmal ganz kurz rüber zum Mann im gelben Trikot. Hab natürlich wieder ein bisschen Respekt vor der Abfahrt. Aber mal schauen, ob wir da wirklich alleine reingehen oder ob wir das dann mit ein paar anderen Mitstreitern runterfahren. Aber man soll es natürlich immer selber von vorne alleine fahren. Das haben wir schon gelernt. Ich versuche jetzt mal hier im Berg der 2. Kategorie auch schon selber zu steuern und möglichst wenig Energie zu verballern. Vorne sehen wir das Bergtrikot. Dann haben wir hier David Gaudu, der bei der realen Tour de France ja auch keine Rolle mehr spielt seit der Mont Ventoux-Etappe. Da ist er relativ früh eingebrochen. So, sehr schön. Dankeschön, Toni Martin. Deswegen sollte man niemals den Helfer einstellen. Also das stimmt leider wirklich. Ich nehme ihn jetzt auch mal raus, Toni Martin. Ist zwar immer ganz nett, das zu haben. In der Ebene stelle ich es immer ein, weil es vielleicht wirklich ein paar Körner spart. Dann holen wir uns da vielleicht einfach mal Wout van Aert gerade einfach an die Seite. Oder Kruiswijk wäre wahrscheinlich die noch bessere Variante. Aber im Endeffekt drückt einen dieser Fahrer relativ häufig weg. Also, ich fahre hier mal in den Berg der 2. Kategorie rein. Côte de Mont-Saxonnet. 5,7 Kilometer lang, 8,3% im Schnitt steil. Also, das hat es schon in sich. Und hau hier mal die Steuerung rein und wir fahren unser Tempo hier hoch, versuchen möglichst viel Energie zu sparen. Blaues Gel werden wir natürlich auf keinen Fall nehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es in die beiden Berge der 1. Kategorie geht, dann gibt es auch die Entscheidung der Etappe. So, los geht's. Der Col de Rome steht an, 9,2 Kilometer. Pogacar eben am Berg der 2. Kategorie merkwürdigerweise attackiert. Ich habe versucht, sein Hinterrad zu halten. Wir wurden allerdings dann oben am Gipfel auch wieder gestellt, weil dann keiner mehr gefahren ist. Das musste ja auch nicht unbedingt sein, dass wir da groß Tempo machen. So, ich hau mal wieder die Steuerung rein. Also das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Dann so ein bisschen mitten im Pulk fahren und versuchen, möglichst wenig Energie auf dem Weg nach oben zu verballern. Wir haben natürlich den Blick auf Tadej Pogacar im Bergtrikot. Dann haben wir vor uns Romain Bardet. Hinter uns der spanische Meister. Ich fahre mal ganz kurz hier rüber, weil ich sonst gleich weggedrängt werde. Das mache ich jetzt gerade mal mit Alaphilippe, was sonst die Fahrer immer mit uns machen. Tempo ist gerade relativ hoch. So, Valgren jetzt eingeholt aus der Ausreißergruppe. Wir können wieder ein bisschen Tempo rausnehmen. Fahren in der guten Position. Ich mache das an der Seite mal gerade weg, weil wir ja sowieso alle Favoriten hier noch in der Gruppe haben. 31 Sekunden sind es ganz nach vorne. Anstieg sehen wir ja rechts, Col de Rome, 9,2 Kilometer, wie gesagt, 9% im Schnitt, circa steil. Kaimjan, auch aus der Spitzengruppe. So, jetzt kommt vorne wieder eine Tempoverschärfung. Da ballern wir wieder die Steuerung rein und versuchen, wie gesagt, die Energie uns gut einzuteilen. So, Wout van Aert ist auch noch mit dabei. Jetzt kann ich nochmal leicht schneller fahren. Tadej Pogacar sehen wir, der sich da auch nach vorne bewegt. Muss aufpassen, dass wir hier nicht eingeklemmt werden. So, Pogacar ist schon in so einer gefährlichen Position, wo er vielleicht bald attackiert. Also unsere Tagesform ist heute gut. Da kommt Tadej Pogacar nochmal aus dem Sattel. Aber jetzt das Tempo wieder raus.
Das blaue Gel haben wir noch komplett. Aber das Tempo ist natürlich enorm hoch, so Wout van Aert ist raus. Da hätten wir die blauen Gele auch früher geben müssen. Aber wie gesagt, die Helfer am Berg, weiß ich nicht, blockieren dann häufig eigentlich mehr, als dass es hilft. Die Gruppe hier ist auf jeden Fall schon recht klein. 21 Fahrer nur noch. So, Sepp Kuss haben wir da, dem wir ja gerade das blaue Gel noch gerade so an den Kopf geworfen haben. Van Aert jetzt leider in die zweite Gruppe zurückgefallen. Also wie gesagt, Lucas Place spielt das komplett ohne Helfer immer am Berg, weil die ihn eher wegdrängen. Ich habe mir jetzt mal Sepp Kuss an die Seite geholt, aber da sieht man schon, es drängt einen halt wirklich ab und zu weg. Pogacar hat das Tempo übernommen vorne. Nee, Quatsch, da ist noch ein Ineos-Fahrer vorne dran. Wahrscheinlich Richie Porte für Egan Bernal. Da ist Michael Woods, der uns kurz wegdrängt. Kurz die Lücke wieder zufahren. Und dann können wir eigentlich mal ganz kurz schauen, dass wir hier uns einfach mit einreihen. Also Pogacar, Bardet, wir sind das gelbe Trikot, wir müssen hier definitiv nichts machen. Oh, jetzt haben wir Pogacar. Ja, das genau. Ach, Sepp Kuss. Gehst mir auf den Sack. So, dann fahren wir mal wieder in Position. Bislang läuft das alles relativ gut. Gibt gleich auch nochmal eine leichte Abfahrt nach dem Berg der ersten Kategorie, nach dem Col de Rome. Das ist ein ordentliches Tempo, was hier hochgefahren wird. 13 Fahrer sind noch in der Gruppe. Wir können mal die Liste uns anschauen. Also Bernal, Pogacar, Sim Yates, Vlasov, Lopez, Quintana, Evenepoel, Bardet und Yucarthy, der hier auch mit am Start ist, der ja eigentlich beim Giro mit dabei war, genauso wie Egan Bernal ja eigentlich beim Giro am Start war und den auch relativ souverän gewonnen hat. So, Richie Porte ist durch, glaube ich. Dann nehmen wir mal wieder ein bisschen Tempo raus. Weiß nicht, ob jetzt hier demnächst mal Attacken kommen, aber wir müssen jetzt hier das Tempo nicht hochhalten. So, da sehen wir die Favoritengruppe. Tadej Pogacar, wie gesagt, sicherlich unser größter Konkurrent. Aber wie gesagt, ich muss hier nichts machen, Leute. Ich habe das gelbe Trikot, ihr müsst mich attackieren. Da ist auch Mikel Landa, der da jetzt ein bisschen die Tempoarbeit übernimmt. Simon Yates für Bike Exchange. Aber keiner will, keiner kann so richtig. Und ich spare mir natürlich die Körner auch. Jetzt zu attackieren wäre zu früh. Gehen wir mal weiter hoch. Also 13 Fahrer hier drin. Können natürlich Richtung Bergtrikot vielleicht nochmal schauen. Jetzt kommt wieder Simon Yates. Adam Yates hier anscheinend nicht am Start für Team Ineos. Sonst wäre der bestimmt auch noch in der Gruppe mit dabei. Jo, also, jetzt wird hier erstmal ein bisschen getrödelt. Ich würde sagen, wir gehen mal in den letzten Anstieg rein, weil hier passiert jetzt, glaube ich, mal bis zum Gipfel gar nichts mehr. So, los geht's mit dem Col de la Colombière. Wir bleiben mal bei Pogacar dran, der hier gleich losballert. Blauen Balken oder blaues Gel haben wir noch komplett. Unser Kollege Sepp Kuss leider nicht mehr. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal das Tempo ein bisschen matchen von Tadej Pogacar, der hier gleich mal unten richtig reinballert, gleich mal eine Lücke auch rausfährt auf die Gruppe dahinter. So, Richie Porte geht auch mit. Da kommt jetzt Egan Bernal. Richie Porte hat da seinen eigenen Kapitän abgehängt. So, bleiben wieder am Hinterrad von Pogacar. Was anderes, wie gesagt, bleibt uns nicht übrig und wir haben noch so, so viel Energie übrig. Das wird erstmal passen. So, Pogacar nimmt raus. Richie Porte vorne fährt weiterhin sein Tempo. Und wir warten hier nochmal. Richie Porte, ich weiß nicht, wo der in der Gesamtwertung liegt. 2,32 auf Platz 10, also gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt die Frage, können wir den fahren lassen oder sollen wir oben erst nochmal attackieren? Jetzt sind wir natürlich ein bisschen gezwungen fast zu fahren, weil Richie Porte für uns noch nicht so richtig gefährlich ist. Jetzt geht Egan Bernal seinem eigenen Mann hinterher. Sinnvoll ist anders, weil jetzt hätte man ja auch einfach das gelbe Trikot ein bisschen arbeiten lassen können. Das wäre eine sinnvolle Taktik gewesen und dann vielleicht weiter oben attackieren. So hat das wenig Sinn gemacht. Und wir haben wie gesagt noch so, so, so viel Energie.
Dann können wir Richie Port vielleicht gleich stehen lassen. Wir können jetzt hier nochmal durchballern. So, sind noch 3,8 Kilometer bis ganz oben hin. Wir haben auf jeden Fall einen kleinen Vorsprung nach hinten rausgefahren. Klaus-Gehl auch einfach voll durchdrücken. Jetzt kommen wir vorne zu wahrscheinlich David Goudy oder wer ist das? Mit der 41. Jo, David Goudy. Da kommen wir jetzt hin. Dann schauen wir mal. 3,2 Kilometer. Ich hau mal die Steuerung rein. Weil wir fahren jetzt unseren Stiefel hoch. Also Gruppe Pogacar ist allerdings direkt hinten dran. Trotzdem ziehen wir das jetzt mal gnadenlos von vorne durch. Vielleicht gehen die hinten dann auch irgendwann blau. Und dann geht es ja gleich nur noch in die Abfahrt rein. Oben, es bleibt steil. Die Gruppe dahinter wird jetzt angeführt, wahrscheinlich von Egan Bernal. Vorsprung wird allerdings größer. Und David Goudy ist jetzt auch raus. Naja, mal schauen, ob wir das bis oben auch durchhalten können. 2 Kilometer sind es noch. Wir müssen ja oben eigentlich keine Energie mehr übrig haben, weil dann geht es ja nur noch in die Abfahrt rein. So, die italienischen Fans wollen heute Europameister werden. 1,6 Kilometer noch. Schwierig, also ich kann es noch nicht perfekt abschätzen, wie das mit dem Energielevel ist. Jetzt haben wir 22 Sekunden auf die Gruppe Pogacar. Das ist schon mal gut. Vorne sehen wir den letzten Kilometer für den Berg, für den Colombier. Ich glaube, wir können tatsächlich noch ein bisschen schneller fahren, sogar über den roten Balken hinaus. 30 Sekunden, halbe Minute und dann geht es gleich in die Abfahrt rein. Vorsprung wird immer größer. Ich würde es aber lieber nochmal konstant hochfahren. Natürlich aufpassen, dass der rote, dass der blaue Balken nicht weggeht, weil sonst erleiden wir gleich den Einbruch. Aber es müsste eigentlich relativ gut passen. So, jetzt wird es gleich schwierig. Aber wir sind drüber und können in die Aerodynamik gehen. So, und jetzt beginnt die relativ lange Abfahrt. Die hoffentlich schön viele Geraden für mich übrig hat. Das wäre mein Wunschtraum, aber ich befürchte fast, dass hier schon ein paar Kurven mit eingebaut sein werden. So, wir sprinten durch. 10 Kilometer sind es noch. So, das Ziel ist, das Auto da vorne einzuholen. 46 Sekunden der Vorsprung. Ich hoffe mal, es wird gleich nochmal ein wenig steiler. So, das haben wir dann mal gut gemacht. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen in die Aerodynamik gehen. So, jetzt wieder durchballern. So, sieht doch eigentlich bislang ganz ordentlich aus, die Abfahrt. So, wieder ein bisschen Aerodynamik. 1 Minute jetzt der Vorsprung schon. Boah, die habe ich nicht gut genommen. Da hat der Kopf dann jetzt gerade doch wieder mitgespielt. So, und jetzt kommen 2,8 Kilometer. 1 Minute 10 der Vorsprung auf Bernal. Da haben wir in der Abfahrt wirklich nochmal richtig was gut gemacht.
Ah nein, was mache ich denn? Das war dumm. Jetzt habe ich gerade wieder, jetzt ist der Kopf mega eingeschaltet. Jetzt müssen wir gerade wieder ein bisschen aufpassen. 1,14 der Vorsprung. Die letzten Meter und dann schaffen wir das doch relativ gut und dann können wir sogar noch mal aus dem Sattel gehen und sprinten und dann ist es der Etappensieg, glaube ich, auch mit einer guten Abfahrt, natürlich mit einem Roglic in Überform. Also das ist sicherlich nicht so schwer, mit Roglic auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad hier mit einer guten Tagesform eine Etappe zu gewinnen. Deswegen freuen wir uns jetzt mal nicht zu sehr. Ich bin aber froh, dass die Abfahrt gut funktioniert hat, dass ich da in den meisten Kurven zumindest einen ganz guten Radius gefunden habe. Also das war doch ganz nett. Und dann schauen wir mal, wie es dann auf der 9. Etappe weitergeht. Das dann eher eine Bergankunft. Also das liegt mir, glaube ich, auch besser als die Abfahrt. Wobei wir echt nochmal Zeit gut gemacht haben in der Abfahrt. Also da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Und ich hoffe, die Aufnahme läuft auch. Das wäre auch ganz nett. Und ich hoffe vor allem auch, dass all unsere Fahrer in der Karenzzeit bleiben, aber das müsste schon passen. Mike Tönnissen ist vielleicht ein Problem, aber ansonsten haben wir unser Team halt gar nicht groß gebraucht. Das ist so ein bisschen schade, dass die Teamtaktik, wie gesagt, mir ist hier zu wenig Taktik im Spiel. Man fährt seinen Fahrer, aber man kann nicht so richtig viel Taktik einstellen, beziehungsweise bringt das nicht immer so viel. So, wir können ja nochmal zurückschauen. Okay. Achso, das ist Wout van Aert, dann der nächste Fahrer, unserer Fahrer. Der hatte da doch noch einen größeren Rückstand. Ich spule gerade nochmal zurück. Egal. Wir wollen nicht wissen, wer dahinter kam. So, sieht auf jeden Fall schön aus. Tissot, die Zeitmessung bei der Tour de France. Ich schau mal kurz nach Nero. Der leidet, der arme Kleine. Sein Bauchauer. So, Roglic natürlich weiter mit dem gelben Trikot. Nachwuchsfahrerwertung geht an Tadej Pogacar. Das wird er sich bei der Tour de France auch nicht mehr nehmen lassen. Ich tippe mal ganz mutig, dass Tadej Pogacar die Tour de France mit Gelb und Weiß beenden wird. Also jetzt nicht bei uns, aber in der Realität. Heute hat er 1 Minute 50 auf uns verloren, genauso wie Egan Bernal mit 1,20. Heute einer der Verlierer des Tages ist. Miguel Angel Lopez auf der 4, Quintana auf der 5 und die Abstände ansonsten nach hinten sind enorm groß. Also da haben wir eine große Lücke gerissen. Tagesform waren bei der Konkurrenz auch relativ ordentlich, also das ist ein klarer Fingerzeig, dass das ja von unserer Seite eine sehr gute Leistung war. Jetzt 2 Minuten 40 vor Tadej Pogacar, Egan Bernal auf der 3 mit 5 Minuten Rückstand und dann werfen wir mal einen Blick auf die 9. Etappe. Da geht es nach Monte de Tigne, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Von Glüß geht's los, dann bleibt es sehr, sehr bergig. Und dann der sehr, sehr lange Schlussanstieg nach Tignes. Ich glaube, über 20 Kilometer ist der lang. Und oben wird dann 2 Kilometer, glaube ich, vorm Ziel die Bergwertung genommen. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Es sah da jetzt ein bisschen früher aus in dem Ding. Aber es müssten eigentlich 2 Kilometer sein. Und dann wird es erst nochmal ein bisschen flacher. Also von Glüß nach Tignes 146 Kilometer Bergankunft. Mal schauen, wo wir einsteigen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Terrain und mit Roglic im gelben Trikot sind wir ja sehr, sehr safe unterwegs. So, los geht's mit der letzten Etappe vom Ruhetag. Wir haben unser Team schon ein bisschen verschlissen, weil die Ausreißergruppe da vorne ein bisschen zu weit weggefahren ist. So, Jay Hindley, der ja wahrscheinlich zu Bora Hansgrohe wechselt, wie ich gelesen habe, hat uns da kurz weggedrängt. Wir machen vorne weiterhin Tempo und fahren damit auch diese Gruppe sehr, sehr klein. Allerdings geht es unserem Team halt auch schon nicht mehr so richtig gut. Kruiswijk, Van Aert ist noch mit dabei. 7 Minuten der Vorsprung für die Ausreißer hier in der Gruppe. Weiß gar nicht, wie viele Fahrer hier überhaupt noch drin sind. Man sieht das gerade nicht, weil nur noch 17 Fahrer. Also das Tempo, das hat schon richtig gewirkt. Heute allerdings kein besonderes... Warum kann ich nicht mehr reden? Keine besonders gute Tagesform für Primož Roglič. Tadej Pogacar hängt da am Hinterrad. 1 Kilometer haben wir gleich noch bis oben hin. Blaues Gel haben wir auch schon genommen. Es gibt natürlich gleich die Verpflegungszone. Aber heute heißt das natürlich so ein bisschen als kleine Challenge mit der schlechten Tagesform am Start sein.
Das ist vielleicht dann auch für den Zuschauer wieder ein bisschen interessanter, wenn die Tagesform nicht auch noch gut ist, weil ansonsten haben wir ja eben gesehen, ist es dann doch fast ein bisschen zu leicht, auch wenn ich, wie gesagt, nach wie vor ganz glücklich bin, vor allem mit der Abfahrt. Also eher mit meinen Skills, weniger mit den Skills von Primož Roglič. Bergpunkte wird es wahrscheinlich vorne keine mehr geben. Sorry. So, Fuglsang geht dann nochmal aus dem Sattel. Und dann geht es hier gleich in die kurze Abfahrt rein. So, Punkte gibt es hier keine mehr. Dann geht es hier in die kurze Abfahrt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir diese Höllenstraßen hier überwunden haben. So, hier in die Aerodynamik macht wenig Sinn. Alter Schwede, was eine Abfahrt. Wer baut denn sowas? So schmale Straßen. Schönes Pogacar mich da auch noch in die Leitplanke reinballert. Alter Schwede. Kommt ja mitten aus der Hölle. So, jetzt habe ich mich mal revanchiert. So, vorne macht er immer noch Tempo, aber schön, dass er dann wenigstens auf uns wartet, wenn er uns abgehängt hat. Dann geht es jetzt gleich nochmal in den Berg der zweiten Kategorie. So, Kruijswijk übernimmt wieder Führungsarbeit. Wie gesagt, wir machen einfach mal ein bisschen Tempo. Wir fahren uns wahrscheinlich selber kaputt dadurch. Macht ja alles nichts. Nee, natürlich macht das was. Eigentlich wäre es jetzt auch sinnvoll, Kruijswijk da vorne mal rauszunehmen. Nicht hohe Geschwindigkeit, sondern. Okay, nicht kooperieren, nur die Anführer schützen. Das wäre vielleicht mal die neue sinnvolle, das neue Schick. Weil so fahren wir unser Team nur sinnlos kaputt. Van Aert ist auch schon nicht mehr in der Gruppe mit drin. Kruijswijk ist ausgerissen, laut Spiel. Also das wird jetzt gleich alles wieder zusammenfahren. Gehe ich mal von aus. Und wir fahren sehr vorne im Wind. Okay, Kruijswijk haut einfach ab. Auch nicht schlecht. Dann schicken wir ihn als Relaisstation mal nach vorne. Vielleicht können wir da irgendwann nochmal andocken. Kein Problem mit. Wir können auch komplett stoppen. Wir können auch vom Rad runtergehen. Aber sehr schön. Also Kruijswijk macht die Relaisstation. Habe ich natürlich alles geplant. Genau in dieser Form. Berg der zweiten Kategorie wird, denke ich mal, nichts passieren und dann sehen wir uns am Fuße des Monte de Tignes wieder. So, los geht's mit dem Schlussanstieg. Hier vorne sehen wir die ersten Steigungsmeter. Schauen wir mal, ob hier richtig reingeballert wird. Wir haben das blaue Gel, wir haben in der Abfahrt natürlich Energie gespart. Vorne die Ausreißer, 9 Minuten 44 weg, aber keine Gefahr für uns. Da ist Emanuel Buchmann in der Gruppe Nummer Uno. Enric Mas haben wir hier. Dann Issagire, sein Landsmann. Laurens de Plus aus Belgien. Und dann mache ich das hier an der Seite mal ganz kurz weg. Wir sehen hier oben den Abstand. Für uns nicht ganz so interessant. Natürlich schön, wenn Emanuel Buchmann die Etappe gewinnt. Immer ein bisschen Tempo raus. David Goudou fährt uns in die Parade rein. Und dann sind wir im sehr, sehr langen Schlussanstieg. Können uns hier auch erst nochmal ein bisschen zurückhalten, ein kleines bisschen weiter zurückfallen lassen, wäre glaube ich kein Problem, dann fahren wir auch nicht so sehr im Wind. Tempo ist relativ niedrig, sieht man ja auch am gelben Balken, 18 Stundenkilometer sind wir gerade unterwegs bei einer Steigung von 8%. Okay, da kommt jetzt doch mal eine richtige Tempoverschärfung, da müssen wir zumindest mal mitfahren, also ohne aus dem Sattel zu gehen, versuche ich ja immer. Die Energie, die spare ich mir gerne. So, Nibali fährt da ganz kurz zurück. Wir fahren mal außen rum und bleiben natürlich bei Egan Bernal und Tadej Pogacar. Also heute unsere Tagesform äußerst schlecht. Nicht mega schlecht, aber schlecht. Ja, ich bin also ein richtiger Wortakrobat. Mit Worten kann ich wie kein Zweiter, wie man gerade wieder gemerkt hat. So, Pogacar, Bernal, Gaudu. Vorne Ineos mit der Nachführarbeit. Und dann machen wir mal wieder die Steuerung rein. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe ein bisschen was gelernt vom Gameplay her. Und wenn wir heute aus dieser Gruppe der Stärkste sein sollten, mit der Tagesform, dann sieht das doch erstmal ganz gut aus. Aber der Weg ist noch weit bis oben hin. So, Enric Mas fällt da leicht zurück. Tadej Pogacar noch hinter uns. Der muss da auch ganz kurz ausweichen. Ein ganz kurzes Mikrofon näher und am Kabel vorbeigreifen. Also wir fahren hier konstant unseren Stiefel hoch. Vorne jetzt bei Ryan McLaren.
Victorious mit der Führung. So, Michael Woods ja auch jetzt in der Ausreißergruppe gewesen. Hat nicht gereicht. Etappensieger Bauke Mollema hat mich auch sehr gefreut. Wen so Karl-Friedrich Hagen fällt da zurück. Tadej Pogacar immer noch hinter uns. Da sehen wir Mark Hirschi, Mollema am Hinterrad, gerade angesprochen. Trentin und Pogacar fährt er jetzt aber auch nach vorne. So, mal leicht schneller. Jetzt ist hier ein Flachstück. Können wir vielleicht wieder nach vorne fahren. So, da ist jetzt Pogacar, der sich von seinem eigenen Mann hat wegdrängen lassen. Der Weg ist noch sehr, sehr weit nach oben, Jungs. Das wisst ihr schon, oder? Das sind noch 16 Kilometer. So, da kommt die Attacke von Bahrain Victorious. Wurde jetzt auch schon so ein bisschen vorbereitet. Kann eigentlich nur Mikel Landa sein, der da vorne attackiert hat. Jo, Mikel Landa mit der Attacke. Es fährt aber erstmal keiner hinterher. Ich mache mal ganz kurz die Pause rein, um mal zu schauen, wo Mikel Landa in der Gesamtwertung ist. 9 Minuten Rückstand hat er schon. Also das nicht wirklich gut. So, Tempoverschärfung vorne. Müssen wir ganz kurz mitgehen und zwar voll mitgehen. Ja, Neros Magen. Er ist so laut. Ich muss gleich mit ihm nochmal raus, damit er das eben auch alles rausschießen kann. Mit Absicht das I und das E gedreht, damit es nicht zu schlimm klingt. So, Tadej Pogacar. Da haben wir nach wie vor den Blick drauf. Jetzt könnt ihr hier vorne eine Lücke reißen. Nairo Quintana auch relativ stark. Ah ne, es ist gar nicht Quintana. Warren Barguil ist dort. Sein Helfer ist das vorne Nizzolo. Was macht der denn da? So, Landa wieder eingeholt. Also die Attacke erstmal verpufft. Jetzt kommt Mikel Nieve. Eigentlich ja eher Helfer für Simon Yates, der bei der Tour de France ja auch ausgestiegen ist jetzt leider. So, immer noch 13 Kilometer, also das ist ein sehr, sehr langer Anstieg. Jetzt gibt es gleich ein Flachstück, das blaue Gel haben wir noch. Das würde ich dann aber nehmen, wenn wir durchpowern können. So, ja, da kommt Peyo Bilbao. Bislang sind wir noch nicht einmal so richtig weggeschossen worden. So, Hausen wird da gleich raus sein. Das sieht man schon an der Statur. Und wir wissen auch, dass das kein Fahrer für das Terrain ist. Bleiben hier mal sitzen. Die anderen haben sich alle mehr ausgepowert, als wir das gerade gemacht haben. Wir können da relativ ruhig und entspannt bleiben. Wir werden, wie gesagt, gleich das blaue Gel nehmen, wenn wir wissen, dass wir powern. Und jetzt kam da vorne die Attacke von Tadej Pogacar. Bedeutet für uns, dass wir jetzt auch bald losgehen müssen. Also etwas überraschend, dass er im Flachen attackiert. 20 Sekunden rausgefahren hat er sich schon mal. Kommen die Kollegen mit? Fährt Egan Bernal vorbei? Ja, dann lassen wir ihn nochmal arbeiten. Ist ja optimal, wenn die Kollegen hier mitarbeiten. Könnte sogar sein, dass er die Lücke wieder zufährt. Ja, nicht so richtig. War wirklich nur kurz. Und dann machen wir jetzt das, was ich die ganze Zeit schon angesprochen habe. Wir nehmen mal das blaue Gel, versuchen diese Lücke wieder zuzufahren zu Tadej Pogacar. So, 8,9 Kilometer, Mann gegen Mann. So, jetzt sind wir auch nur noch zu zweit. Dahinter die Gruppe um Egan Bernal. So, mal schauen, wie gut Tadej Pogacar mit uns mithalten kann. Vielleicht wäre es jetzt intelligenter gewesen, einfach mal das Hinterrad zu halten. So, 8 Minuten 35. Sogar wir verlieren sogar Zeit auf die Spitzengruppe. Wo wir mal ganz kurz schauen. Higita hat dort jetzt Emanuel Buchmann abgehängt, wo ich mir ja auch wirklich hoffe, oder er hoffe, dass er da nochmal was macht, weil bislang ist das sehr dosiert, was Emanuel Buchmann an Tour de France fährt. Natürlich beim, nach dem Sturz beim Giro, im Sturz, war jetzt nicht viel zu erwarten Richtung Gesamtwertung. So, Primoz, sag ich schon. So, Tadej, was machen wir?
Die anderen sind auch wieder da. Es ist dein Job, das gelbe Trikot zu attackieren, gerade wenn auch die Tagesform schlecht ist. 5 Kilometer noch bis zur Bergwertung, haben wir schon drüber gesprochen. Die letzten 2 Kilometer sind flach. Aber wir müssen hier eigentlich nur mitgehen. Mehr müssen wir momentan nicht machen. Die Gruppe hier besteht wieder aus 12 Fahrern. Ganz kurz der Blick drauf, ohne dass wir natürlich die Rennsituation aus den Augen verlieren wollen. Da kommt jetzt wieder Tadej Pogacar mit der Attacke. Da bleiben wir dran. Immer wenn es ein bisschen flacher wird, attackiert Tadej Pogacar. So, und dann haben wir auch gleich wieder eine Lücke nach hinten gerissen. Und da wir jetzt nur am Hinterrad hängen, verballern wir natürlich auch ein bisschen weniger Energie als er. Jetzt noch 3,5 Kilometer bis über die Kuppe. Dann versuchen wir mal jetzt das, durch das konstante Tempo ihn da vielleicht noch ein wenig zu kitzeln. So, im Hintergrund sehen wir die nächste Gruppe. Das ist die Gruppe Bernal. Da habe ich, glaube ich, auch Vlasov noch gesehen, oder? Ne, Lopez war es dann von Movistar. Ähnliches blaues Trikot. So, 2,6 Kilometer noch bis zur Bergwertung. Gehen nochmal ein bisschen runter. Wir fahren mal weiterhin konstant hoch. Wie gesagt, vielleicht hat Pogacar jetzt doch ein paar Körner zu viel rausgeballert. Oder er attackiert gleich nochmal von unserem Hinterrad weg. So, Igita ist im Ziel. 3,7 Kilometer haben wir noch. Pogacar, hat er da gerade Probleme? Ja, der hat Probleme. Sehr schön. Also, das war genau das Ziel. Dann können wir vielleicht nochmal ein kleines bisschen drauflegen. Wir gehen mal höher. Hupsa, das wollte ich gar nicht. Noch 1,4 Kilometer für uns. Und danach bleibt es aber erstmal flach. Also sollten wir schon noch schauen, dass wir das timen. Aber Pogacar, der ist jetzt richtig eingebrochen. Der hat über eine halbe Minute jetzt schon verloren auf Roglic. Und dann sehen wir halt schon, ja, Roglic ist overpowered. Also, das ist nicht ganz optimal. Vielleicht starten wir einfach nochmal im Stream oder sowas demnächst mit einer, ja, mit einem anderen Team. Das wäre vielleicht eine ganz gute Variante. Das ist wieder mit Webcam, gell? So, wieder Anna Leaks, die jetzt auch gerade hier auf dem Boden liegst. Mördergag. So, also, gleich mal fast eine Minute rausgefahren. Dann geht es da vorne auch erstmal nur noch bergab. Wir haben ja auch das rote Gel noch. Dann können wir da eigentlich mal volle Möhre durchziehen. Mit dem roten Balken wird es trotzdem schwer. So, jetzt müssen wir es aber gut timen. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Energie rausgeballert. Aber das sieht gut aus, dass wir hier einen weiteren Schritt Richtung Tour de France Sieg machen. Eine Minute wieder rausgefahren auf die Konkurrenz. Und dann gibt es den wohlverdienten Ruhetag. Und wie gesagt, dann schauen wir mal, ob wir das mit Roglic noch weitermachen. Weil mit einer schlechten Tagesform die Konkurrenz hier in Grund und Boden zu fahren, ist zum Zuschauen dann wahrscheinlich tatsächlich nicht so mega spannend. Da sollten wir vielleicht nochmal den Schritt zurück machen. Aber schauen wir mal. Ich werde die Frage vielleicht einfach mal im Community-Bereich stellen. Und dann versuche ich vielleicht die Sachen so ein bisschen zusammenzufassen, diese 4 Etappen. Jetzt werfen wir einmal den Blick auf die Gesamtwertung. Ich finde diesen Toni Martin Deutschland-Hut immer noch sehr, sehr gefährlich, muss ich gestehen. So, da sehen wir es nochmal. Die letzten 3,9 Kilometer, die wir uns jetzt nochmal in Zeitlupe anschauen. Nein, natürlich nicht. Aber da müsste jetzt irgendwann gleich der Moment kommen, wo Pogacar nicht mehr mitgehen konnte. Da hat er zu viel attackiert und jetzt ist der Stecker gezogen bei 3,5 Kilometer vorm Ziel. Und dann haben wir das, glaube ich, sehr ordentlich gemacht. Ach cool, man kann ja auch hier nochmal die Kamera ein bisschen drehen, sehr nice. Sehr cool, also da könnte man theoretisch noch viel, viel mehr mitspielen. So, schauen wir noch oder werfen wir noch einen Blick auf die Gesamtwertung. Das Auto sieht irgendwie auch merkwürdig aus der Perspektive. So, Etappensieg, Sergio Higuita, haben wir schon drüber gesprochen, Gesamtwertung Roglic, Mathieu van der Poel in der Punktewertung, Bergwertung geht jetzt auch an Sergio Higuita, Nachwuchsfahrerwertung für Pogacar und eine Teamwertung wird hier leider nicht geehrt, weiß nicht warum,
Das Team ist nicht wichtig, nur der einzelne Fahrer zählt. Das ist die Quintessenz. So, da schauen wir mal. Also Higita gewinnt vor Emanuel Buchmann, der heute eine gute Tagesform hatte. In der Gesamtwertung sind wir dann jetzt 3,42 vor Tadej Pogacar. Und da müssten wir wirklich mal schauen, was wir mit diesem Spielstand machen. Ob wir den vielleicht im Stream durchspielen oder mit einem anderen Spielstand nochmal starten, weil das war, glaube ich, keine so gute Idee, auf dem Schwierigkeitsgrad mit Primož Roglič das Ganze zu machen. Also, ich verabschiede mich. Wir werfen nochmal den Blick auf die Etappe nach dem Ruhetag, die 10. Etappe der Tour de France, die ja auch schon in der Realität längst gefahren wurde, von Albertville, dem Wintersportort. Geht es los und dann erstmal eigentlich nur noch flach nach Valence. Das ist natürlich wieder Mark Cavendish-Land. Nur zwei Berge der vierten Kategorie, ein Berg der dritten Kategorie. Und ich warte jetzt einfach erstmal auf eure Kommentare, versucht das die nächsten beiden Tage dann auch schnell hintereinander weg hochzuladen und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Also, ich sage danke fürs Schauen und bis demnächst, entweder bei Tour de France oder auch gerne mal beim Pro Cycling Manager mit Team Legion vorbeischauen und natürlich während der Tour de France mit rüber auf den Discord-Channel kommen.